Jetzt werde ich jetzt mal alles in die Waage richten, alles positionieren. Und das Wichtigste ist die Befestigung von den ganzen von den Ballonen, weil du zwei Fräsen draufschneiden und da musst du am Anfang schnell heben. Sollte der Ballon nicht heben, dann haben wir ein Problem. Also das ist jetzt mal das Wichtigste. Und dann geht's los mit Schnee verteilen und dann einschneiden. Jetzt haben wir die Ballone raus und jetzt geht's los mit der richtigen Igelbauarbeit. Wir müssen das schön machen und das meiste Arbeit heute ist sicher, wenn wir den ganzen Schnee rausbringen. Na gut? Sehr gut. Das ist ja ein bisschen Snow hier. Schnee holen, Schnee holen. Was sagst du da zu den Igeln? Cool, geil. Geil, es wächst und gedeiht, es ist sehr groß. Gewaltiges. Haben wir das Gröbste an Schnee draußen und jetzt geht es nachher mit der Feinarbeit los. Das liegt mir da oben, das machen wir jetzt im ganzen Iglo und dann schaut das Ganze gut aus. Mittlerweile steht der Dancefloor auch schon. Und jetzt geht's los mit dem Boden legen, also in Lage 7 Tage, jetzt geht's auf. Tadala, der Boden ist fertig und jetzt haben wir so gerade bei der ganzen Kunst zu machen. Da kommt die Anlage und dann Party! Die Kunst ist jetzt auch fertig von unserem langjährigen Künstler-Team, die Kröpfler Arts. Der Sound of Change. Der Entwurf ist von mir und durch die Hilfe von meinen zwei Geschwistern ist das alles recht schnell gegangen. Drei Tage gebraucht, ist ganz gut geworden. Ja, jetzt machen wir die Außenbar. Nachher die Elektrik fertig machen, weil es auch verlegt ist. Und dann, ja, das ist Sachen. We do in Australia, we build igloos. Not.